Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin Dr. Manuela Lamberti, ganzheitliche und traumasensible Online-Gesundheitscoach für feinfühlige Frauen mit Autoimmunerkrankungen und/oder Erschöpfung. Und im heutigen Video möchte ich einen weiteren Aspekt zu Trauma und Erinnerungen erzählen. Ich habe ja letzte Woche bereits ein Video rausgelassen zu diesem Thema und da vor allem das Thema explizites und implizites Gedächtnis dargestellt und wie dir das helfen kann. Und heute möchte ich einen weiteren Aspekt zu Trauma und Erinnerungen aufzeigen. Und vielleicht hast du noch nicht bemerkt, dass es bei mir eine ganze Serie gibt zu dem Thema Trauma als Ursache von Autoimmunerkrankungen und/oder Erschöpfung bei feinfühligen Frauen. Und vielleicht kommen dir gewisse Begriffe noch nicht so bekannt vor oder du möchtest andere Videos noch anschauen. Und ich verlinke die ganze Serie hier unten, damit du dich da durcharbeiten kannst, was dich anspricht. Und nun lass uns mit dem heutigen Thema starten. Beziehungsweise vielleicht nochmals als Erinnerung, also im Video von letzter Woche kam das Thema explizites und implizites Gedächtnis dran und ich habe dir gezeigt, dass das implizite Gedächtnis dir Hinweise geben kann, ob dass du traumatisiert bist und wie du damit arbeiten kannst, um dich von innen her zu heilen. Es gibt aber noch eine andere Art der Erinnerung, die dir aufzeigt, dass vermutlich vielleicht Trauma bei dir im Hintergrund besteht und das sind Flashbacks. Um dir zu erklären, was Flashbacks sind, beginne ich damit, wie sie entstehen. Und der Ursprung von Flashbacks sind dissoziierte oder implizite Erinnerungen. Also es ist ein aufbauendes Video diese Woche, von dem von letzter Woche. Und ich habe hier letzte Woche im Detail das implizite Gedächtnis und auch eben, was Dissoziation ist, weshalb Dissoziation entsteht unter Hochstress erleben und was es für dich bedeutet. Und ich möchte hier nur ganz grob die wichtigsten Themen zu Dissoziation nochmals erinnern. Und wenn du das im Detail verstehen möchtest und es noch nicht gesehen hast, das Video Nummer 14, dann verlinke ich das hier unten, dass du das zuerst anschauen kannst und dann zum heutigen Video switchen kannst. Also kurze Wiederholung, was Dissoziation ist. Während einem Hochstresserleben, also einem potenziell traumatischen Erleben, überfluten extrem viele Informationen dein Gehirn. Und dein Gehirn muss alles verarbeiten und ordnen, damit es unproblematisch zu und her geht. Und das ist bei dieser Informationsflut, bei einem Hochstresserleben nicht möglich. Und deshalb ist die saubere Verarbeitung im Gehirn nicht möglich. Und was das Gehirn dann macht, es nimmt nicht die ganze Details einer Erfahrung und ordnet sie chronologisch sauber in Schubladen, alles, was zusammengehört, zusammenhörend ablegen, sondern fragmentiert das ganze Erleben und speichert diese einzelnen Informationen irgendwo im Gehirn ab und nicht dort, wo normalerweise die Erinnerungen, also im Hippocampus, wo normalerweise die Erinnerungen abgespeichert werden. Dadurch kannst du auch die Erfahrung nicht als Gesamterfahrung abrufen und diese fragmentierten Einzelerfahrungs Informationen, die nennt man heiße Fragmente. Wieso heiße Fragmente? Weil sie, wenn sie nicht sauber und geordnet im Hippocampus abgelegt sind, sie triggerbar sind. Also alles, was sauber abgelegt ist, kannst du einfach normal abrufen. Vielleicht braucht es ein bisschen länger, aber solltest du gut abrufen können. Und was so fragmentiert vorhanden ist, kannst du nicht einfach abrufen. Aber wenn ein Trigger kommt, ich erkläre gerade, was ein Trigger ist, dann berührt es dieses Fragment und das flammt auf und deshalb heiße Fragmente. Was ist also ein Trigger? Trigger kommt von Pistolen oder Gewehren, die noch einen Abzug haben
Und wenn du den Abzug dort betätigst, dann fliegt das Geschoss los und kann nicht mehr aufgehalten werden. Und das ist das, was in unserem Gehirn, so bildlich gesprochen, auch passiert. Ein Trigger berührt ein heißes Fragment und das befreit sich aus dem Unterbewusstsein und kommt wieder in dein Bewusstsein, aber eben ohne Gesamterleben. Und deshalb erinnern wir uns nicht, dass das ein Teil eines alten Erlebens ist. Und Trigger können alles Mögliche sein. Das ist ein bisschen das Tricky. Es kann ein Wort von meinem Gegenüber sein, der das gar nicht böse meint oder vielleicht eine sehr achtsame Person ist, aber eben nicht weiß, was da an fragmentierten Erinnerungsteilen in dir vorhanden sind. Also irgendein Wort oder ein Verhalten meines Gegenübers, ein bestimmter Geruch, das mich an damals erinnert, an diesem Hochstresserleben, traumatisierendem Erleben. Ein Knall eines Auspuffs, das mich erschrecken lässt und durch dieses Erschrecken werden Fragmente getriggert oder ein anderes Geräusch, das mich an damals erinnert. Ein Gefühl, das vielleicht unter Stress hochkommt und dieses Gefühl erinnert mich dann an damals. Also es ist so ein komplexes Thema, Trigger. Es ist nicht so eindeutig, immer dieses Wort verursacht, immer dieses Verhalten, das kann auch sein, aber es können auch indirekte Trigger vorhanden sein und deshalb ist es nicht immer klar, dass wir getriggert werden. Das Getriggerte sind dann die Flashbacks. Also der Trigger ist irgendetwas von außen, das diese fragmentierten Erinnerungsstücke, die dein Unterbewusstsein verdrängt sind, berührt und ins Bewusstsein holt. Und die Flashbacks ist das, was eben resultiert. Und oft beschuldigen wir Menschen, wenn wir uns getriggert fühlen, weil wir das Gefühl haben, die haben das mit Absicht gemacht, die wollten uns verletzen, die sind unachtsam oder eben der blöde TÜV-Fahrer, Motorradfahrer, der immer so einen Knall verursacht und mich erschrickt. Und wir suchen immer irgendwo einen Schuldigen und realisieren selten, dass wir nur triggerbar sind, wenn es bei uns solche Einzelfragmente, dissoziierte Einzelfragmente im Gehirn gibt. Und deshalb ist es so wichtig, wenn wir getriggert werden, das ist ein Prozess, das geht nicht einfach von heute auf morgen oder weil ich mir das jetzt als Aufgabe gebe, aber dass wir mehr und mehr den Blick wegnehmen vom Trigger und uns zuwenden und realisieren, okay, da gibt es heiße Fragmente in mir, die triggerbar sind, sonst hätte ich nicht so intensiv reagiert bei dieser Situation. Und wenn du jetzt das, was du heute in diesem Video von mir gehört hast, wenn du das so zusammenfügst, dann könntest du auf die Idee kommen, dass wenn du triggerbar bist, dann gibt es heiße Fragmente in dir. Und wenn es heiße Fragmente in dir gibt, dann muss es irgendwo mindestens ein Hochstresserleben, ein traumatisierendes Erleben gegeben haben in deinem Leben, auch wenn du dich nicht explizit erinnerst. Das zeigt das Video von letztes Mal noch ein bisschen klarer auf, was explizites Erinnern bedeutet. So als Randbemerkung. Also auch wenn du dich nicht erinnerst, kannst du davon ausgehen, dass wenn du heftig getriggert bist oder heftig triggerbar bist, dass es da irgendetwas in deinem Leben gegeben haben muss, dass du vielleicht nicht mehr bewusst erinnerst und trotzdem dich traumatisiert hat. Das ist so die Schlussfolgerung, die man ziehen kann. Jetzt ist es so, die meisten Menschen haben so ein bestimmtes Bild von Flashbacks, aber es gibt verschiedene Arten von Flashbacks und da möchte ich jetzt noch am Schluss noch ein bisschen drauf eingehen. Weil unter Flashbacks versteht man gemeinhin in unserer Gesellschaft, dass da
ein Video von zum Beispiel einem Gewalterleben von Anfang bis zum Schluss durchläuft und wir alles nochmals so fühlen und denken und vielleicht riechen und schmecken wie damals. Und das wiederholt sich immer wieder in unserem Kopf. Und das ist ein Flashback, aber das ist nur ein Teil von möglichen Flashbacks und das heißt intrusives Wiedererleben und es ist nicht die häufigste Form von Flashbacks. Übrigens ist dieses intrusive Wiedererleben auch oft die Ursache, wenn Kinder heftige Albträume haben, immer wieder, dann könnte man darauf schließen, dass die eine Gewalterfahrung gemacht haben und in Träumen immer wieder intrusives Erleben erleben. Einfach so als Randbemerkung, aber es kann natürlich auch bei dir sein, dass du Albträume hast als intrusives Wiedererleben aufgrund von dem, was du in der Vergangenheit erlebt hast, auch wenn du dich nicht explizit erinnerst. Es gibt aber eben, wie gesagt, noch andere Arten von Flashbacks und ich möchte hier zwei wichtige erwähnen, und zwar einerseits die Körperflashbacks. Das hat viel auch mit dem impliziten Gedächtnis zu tun, was ich im letzten Video, Video Nummer 14, erklärt habe. Und da fallen zum Beispiel Erinnerungsschmerzen darunter. Und also es kann sein, dass du Schmerzen hast und wenn man einen Gehirnscan macht, es gibt ja mittlerweile solche, wo man die dynamische Bewegungen, sage ich jetzt mal, im Gehirn wirklich visuell darstellen kann. Und wenn man das macht, dann sieht man, dass wirklich die Schmerzregionen im Gehirn aktiv sind. Auch wenn man zum Beispiel schulmedizinisch nichts im Körper findet, das also im entsprechenden Körperteil nichts findet, das im Ungleichgewicht ist. Und trotzdem ist das Schmerzempfinden real, weil es im Gedächtnis aktiviert ist. Das kann aufgrund eines Flashbacks stattgefunden haben. Es kann aber natürlich auch sein, dass es einfach noch nicht erkennbar ist, was diesen Schmerz verursacht, weil die Schulmedizin hat nicht für alles Methoden, um es sichtbar zu machen. Und nur wenn sie es sichtbar machen können, also sichtbar in irgendeiner Art von Diagnoseart, ist es für sie real. Also meistens hat es auch eine körperliche Ursache. Aber es kann eben auch sein, dass ein Körperteil schmerzt aufgrund der Erfahrung von damals und nicht, weil irgendetwas jetzt im Ungleichgewicht ist. Und man sieht das im Gehirn. Also einfach ein großes Thema, die ganzen Schmerzerkrankungen kann man vielleicht anschauen, ob da Trauma im Hintergrund ist. Dann eine zweite ganz wichtige Gruppe sind die emotionalen Flashbacks. Und da werden wir schlagartig, wie aus dem Nichts, überrollt von heftigen emotionalen, nicht kontrollierbaren Zuständen. Und das ist so wirklich schlagartig. Und wir erkennen oft die Ursache nicht, weil wir nicht realisieren, dass wir gerade getriggert wurden. Und einige Beispiele, die ich aus meiner eigenen Geschichte kenne oder auch aus meinem Umfeld oder von meinen Klientinnen, also nichts Seltenes, dass plötzlich eine diffuse Angst da ist, die man nicht erklären kann, weil es nichts mit hier und heute zu tun hat und es trotzdem einfach sich so real anfühlt. Oder eine unerklärliche Traurigkeit, die sich vielleicht so eingeschlichen hat und dich komplett lahmlegt und du weißt nicht wieso. Oder auch Gefühle der absoluten Einsamkeit, als gäbe es nur dich auf dieser Welt oder als würdest du die anderen Menschen sehen, aber nicht dazugehören. Und auch dieses Gefühl der Einsamkeit kommt manchmal wie aus dem Nichts und ist so präsent und dominant, oder? Dass du irgendetwas erlebst, eben getriggert wirst und dann plötzlich in kindliche Verhaltensmuster reinrutscht, wie dich verteidigen oder dich erklären oder Fawn Response, also dich anbiedern, damit
du scheinbare Sicherheit kreieren kannst oder eben was auch immer wieder stattfindet, dass man einfach am Morgen aufwacht und plötzlich Panik da ist oder nicht plötzlich, einfach dass das Standard ist, am Morgen aufwachen, Panik. Das kann man sich alles erklären, wenn man verstehen würde, was mit dir passiert ist und aufgrund dessen, was die Flashbacks hinweisen oder worauf sie hinweisen, kann man ableiten, was damals passiert ist. Wie zum Beispiel ein frühkindliches Aufwachen und plötzlich ist Panik da, kann man sich gut vorstellen, dass da halt keine Bezugspersonen da waren, wenn das Kind aufgewacht ist und vielleicht sogar geschrien hat, weil es Hunger hatte, weil die Windeln voll waren oder weil es einfach einsam war und Körperkontakt brauchte und es war niemand da und zwar immer wieder und regelmäßig oder ja, genau. Und da kann man sich dann vorstellen, dass das dann eingebrannt ist und man das auch noch als Erwachsene erlebt, obwohl man heutzutage nicht unbedingt Bezugspersonen bräuchte oder nebendran sogar die Partnerin oder der Partner liegt, aber das nicht ausreicht, weil der Schmerz einfach noch nicht integriert ist. Das einfach als ein paar Beispiele, die dir auch jetzt noch greifbarer machen sollen, dass Flashbacks aus dissoziierten Erinnerungsfragmenten und aber auch aus dem impliziten Gedächtnis stammen. Und eben das implizite Gedächtnis habe ich letzte Woche ein bisschen klarer erklärt, was das ist. Und wieso das so wichtig ist, dass du das verstehst. Und wieso oder wie kann dir das Wissen aus diesem Video für deine Heilung von innen helfen? Ich hoffe, dass das heutige Video dir nochmals aufzeigen konnte, dass es nicht wichtig ist, dich explizit zu erinnern, was damals an Traumatischem in deinem Leben stattgefunden hat, vor allem in deiner frühen Kindheit, vor allem wenn du eine feinfühlige Frau mit Autoimmunerkrankungen bist. Wie gesagt, das sind vor allem Komplextrauma aus der frühen Kindheit, die ich als Ursache sehe. Und es ist nicht wichtig, dass du weißt, was damals geschehen ist. Du kannst es ableiten von deinem aktuellen Verhalten. Und wichtig ist, dass du das verstehst, dass du verstehst, dass dein Körper, Psyche, Wesen ständig mit dir kommuniziert über andere Arten als die explizite Erinnerung. Also auch das kann eine Möglichkeit sein, aber das ist nicht notwendig. Und du darfst diese andere Art von Kommunikation von deinem Körper, Psyche, Wesen ernst nehmen und dem vertrauen. Und ich hoffe auch, dass es indirekt klar geworden ist, dass es nicht nötig ist und nicht immer nötig ist, in alte Geschichten reinzugehen und das alte Traumatische nochmals zu erleben, damit du es integrieren und heilen kannst, weil es reicht, mit dem zu arbeiten, was dein System dir im Moment an Gefühlen, Gedanken, Verhaltensmuster und so weiter erinnert, wie auf einem Tablett serviert als Erinnerung, implizites oder implizite Erinnerung oder Flashbacks. Und es ist schon groß genug, damit zu arbeiten. Und es lohnt sich. Es lohnt sich, weil damit kannst du die alten Wunden heilen, die eben auch Autoimmunerkrankungen und oder Erschöpfung verursachen. Und dadurch gibst du dir eine Chance, von der Basis her zu heilen. Und mit jedem Stückchen Trauma, das du in dir integrierst und mit jeder Kapazität, die du in deinem System durch die traumasensible Arbeit neu schaffst, lösen sich immer weiter aus dem Verdrängten, aus dem Unterbewusstsein Fragmente und bewegen sich in dein Bewusstsein, sodass du nach und nach das, was da ist, verwenden kannst, um daran zu arbeiten. Also du musst nichts irgendwo rausgraben, du musst nicht in alte Geschichten reintauchen, du darfst einfach das ernst nehmen, was sich
von selbst zeigt und damit arbeiten. Und es ist immens wichtig, dass du das ganz sanft machst, um eine Retraumatisierung zu verhindern und damit auch um eine Überforderung zu verhindern. Und es ist dadurch auch extrem wichtig, dass du verstehst, dass Heilung ein Prozess ist, der deine liebevolle Geduld benötigt. Also, wichtig ist, mit dem zu arbeiten, was da ist, dass du schaust, was triggert dich und wie zeigt sich das Getriggerte, in welcher Form zeigt sich die Erinnerung als Körper-Flashback, als emotionales Flashback, als Verhalten, das daraus resultiert. Und dass du dann damit arbeitest. Und wie das geht, das zeige ich dann auch punktuell in einzelnen Videos. Und natürlich ist es nicht immer hilfreich, alles alleine zu schaffen, weil frühkindliche Traumatisierung bedeutet in aller Regel auch oder sehr oft auch, dass eine gute Bindung nicht stattgefunden hat, dass dein System nie gelernt hat, wie sich gute Bindung anfühlt, wie sich Regulation anfühlt und wie das überhaupt geht, weil ein Kind kann sich noch nicht selbst regulieren. Es ist angewiesen, dass die Bezugspersonen es regulieren. Und wenn die das nicht können, dann lernt es das Kind nie und kann es auch als Erwachsene nie. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns auch unterstützen lassen, dass wir auch wieder Vertrauen fassen zum Menschen und uns begleiten lassen in die Koregulation, dass wir lernen, wie kann man miteinander im Austausch sein, auf eine nährende Art und Weise. Und deshalb ist eine traumasensible Begleitung einfach immens wichtig, wenn frühkindliche Traumata bei dir vorhanden sind. Also etwas, das ich dir sehr ans Herzen lege, dass du rausgehst aus dem ich schaffe es allein oder ich muss es allein schaffen und dass du dir Unterstützung gönnst und schenkst und in Anspruch nimmst, weil das so, so wertvoll ist, wenn frühkindliche Traumata bei dir im Hintergrund vorhanden sind. Ja, und ich hoffe, dieses Video war wieder einmal wertvoll für dich und wenn das der Fall ist, freue ich mich sehr, wenn du mir ein Like schenkst und auch einen wertschätzenden Kommentar oder auch noch offene Fragen in den Kommentaren schreibst. Und ich freue mich auch, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, damit ich dich regelmäßig mit neuen Videos informieren kann. Und ich lade dich ganz herzlich ein, dieses Video auch zu teilen, Menschen weiterzuschicken, die von diesem Wissen auch profitieren können für ihre Heilung von innen. Und nun wünsche ich dir einen nährenden Tag und freue mich auf dich beim nächsten Video. Bis bald. Tschüss.